Geht die viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer mehr auseinander, während die Mittelschicht rapide schrumpft? Das sind Fragen, mit denen sich in dieser Woche auch die Nationale Armutskonferenz beschäftigt. In diesem Zusammenhang sorgte letzte Woche eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung für Schlagzeilen. Von Verarmung und Mittelschichtpanik war plötzlich allenthalben die Rede. Bei näherer Betrachtung zog diese Studie dann allerdings einige Kritik auf sich. Denn wer reich ist und wer arm, ist durchaus eine Definitionsfrage. Und so haben Bettina Warken und Stefanie Gargosch Mitbürger getroffen, die einigermaßen fassungslos waren, als sie erfuhren, dass sie mit ihrem Einkommen angeblich zu den Reichen dieses Landes gehören. Leicht ist sein Job nicht, Fridtjof Engelke, Top-Unternehmer im eigenen Familienbetrieb. Dann aber ist es schon wieder vorbei mit dem Top. Sein Leben und Einkommen eher bodenständig. Nach der Studie des DIW allerdings ist er wohlhabend. Ich habe das auch gehört und war völlig erstaunt. Also ich würde mich da niemals zuzählen. Also es geht mir gut, ja, aber ich würde mich wirklich nicht als reich bezeichnen. Mit mehr als 3.000 Euro netto im Monat gilt Engelke sogar als richtig reich. Denn laut DIW liegt das Durchschnittseinkommen bei 1.230 Euro netto. Wer 30% weniger hat, gilt bereits als arm. Wohlhabende verdienen 50% mehr als der Durchschnitt, also 1.844 Euro aufwärts. Doch reich ist nicht gleich reich. Bei der Europäischen Kommission und der Bundesregierung etwa fällt Engelke auch schon mal unter die Mittelschicht. Dort gilt als reich, wer 200 oder 300% über dem Durchschnitt liegt. Klingt nach Spitzfindigkeiten mit erstaunlichen Nebeneffekten. Denn nach DIW-Rechenart sind plötzlich viel mehr Menschen reich oder arm. Wir wollten schon eine Abgrenzung zu finden, die nicht sagt, wir haben auf der einen Seite die Millionäre und auf der anderen Seite Hartz IV. Wir wollten schon auch die sozusagen breiteren Ränder erfassen, um halt deutlich zu machen, weil die für die Mittelschicht auch viel erfahrbarer sind. Erfahren hat so Thomas Spätmann, dass er zur oberen Mittelschicht gehört. Nachvollziehen kann er es nicht. Im Unternehmen Engelke arbeitet er als Kraftfahrer. Spätmann findet seinen Lohn von rund 1.400 Euro in Ordnung, aber noch lange nicht gehoben. So im mittleren Bereich, denke ich mal. Also zwar mehr so Richtung schlechter Verdiener, aber doch so, man hat sein Auskommen halt. Die zweite überraschende Erkenntnis aus der Studie auch für Engelke und seine Mitarbeiter, die Mittelschicht schrumpft. Wenn auch nur um 2,5% in den letzten 10 Jahren. Trotzdem machte das schnell Schlagzeilen. Erst nach Tagen kritische Stimmen. Denn egal wie wer rechnet, von einem Bröckeln der Mittelschicht kann nicht die Rede sein. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Wir haben auch Untersuchungen gemacht und nach denen hat sich die Mittelschicht in letzter Zeit eher stabilisiert. Geld allein reicht nicht aus, um die Mittelschicht, gerade die Mittelschicht, zu definieren. Heute ruderten die Verfasser der Studie zurück, fühlen sich falsch verstanden. Man kann natürlich nicht alle Dinge beachten und alle berücksichtigen. Wir wollten einen Anstoß geben, ein Bröckeln haben wir nie beschrieben. Bei Engelke finden sie ohnehin, dass jeder von ihnen zur Mittelschicht gehört. Ihre Lebensentwürfe unterscheiden sich kaum. Realität fühlt sich eben oft ganz anders an als Statistiken. Und wenn sie bei einer Tasse Kaffee über das nächste Fußballspiel fachsimpeln, dann sind sowieso alle gleich. Mit Wirtschaft geht es weiter, Heinz. Bei einem der großen Themen der Finanzwelt gibt es Bewegung. China lockert den bislang starren Wechselkurs seiner Währung. Franz Zink, wie haben die Finanzmärkte reagiert? Ja, begeistert, teilweise euphorisch.